Der VfL Pirna Kopitz in der Fußball-Landesliga wird präsentiert von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Weil wir zum zweiten Mal hintereinander einen unheimlich hohen Aufwand betrieben haben. Viel investiert, doch nichts gewonnen. Der VfL Pirna Kopitz verliert seine Flutlichtpremiere in dieser Saison. 0:1 daheim gegen Blau-Weiß Leipzig, da war definitiv mehr drin. Wir betreiben einen unheimlich hohen Aufwand. Wir machen sehr, sehr viel, erarbeiten uns Chancen und dann weiß ich, wir treffen halt teilweise schlechte Entscheidungen dann. Ne? Obwohl wir Dinge ansprechen, wir gucken uns Dinge nochmal an, wir sprechen sie an und dann ärgert es mich, dass wir dann wieder Entscheidungen treffen, die nicht gut sind. Ja, das kann mal passieren, aber irgendwann in Dauerschleife müssen wir jetzt einfach dran arbeiten, dass wir das abstellen. Einstellung und Leidenschaft stimmen beim VfL. Wie in den bisherigen Meisterschaftsspielen zeigten die Kopitzer auch gegen Blau-Weiß Leipzig eine couragierte Leistung. Chancen zum Spielgewinn waren vorhanden. Allein in den ersten 20 Minuten hatten die Hausherren beste Möglichkeiten. Doch mit dem Toreschießen tun sich die Kessler-Schützlinge schwer. Grellmann, Kerger und Kempter lassen gleich drei aussichtsreiche Torchancen liegen. Auch wenn ich mich wiederhole, und das klingt ja vielleicht auch irgendwann lächerlich, aber wir müssen 3-0 führen. Da lege ich mich fest. Nach 20 Minuten. Und wenn nicht sogar 1 oder 2-0. Also das mindestens. Und das ärgert mich, dass wir das nicht machen und machen dadurch dann den Gegner selber stark. Kopitz investierte, Leipzig kontrollierte. Ab Mitte der ersten Halbzeit hatten die Messestädter das Spiel im Griff. Große Torchancen blieben auf beiden Seiten aus, bis kurz vor dem Halbzeitpfiff. Zunächst schaute der Leipziger Max Marvin Rocke den Kopitzer Schlussmann Ron Wochnik aus. Der Ball senkt sich fast ins Tor, bleibt aber an der Latte kleben. Direkt im Anschluss war die Kopitzer Abwehr unentschlossen. Der Leipziger Bagusch spazierte an der Strafraumgrenze entlang, wird nach einer gefühlten Ewigkeit per Foul gestoppt. Torentfernung so 23 Meter, das mögen die Freistoßschützen. Jungs wie Blau-Weiß-Kapitän Till Stefan. 0:1, ein feines Türchen. In der Zeitlupe jedoch gut zu sehen, John-Benedikt Henschel in der Mauer zieht den Kopf ein, anstatt zu springen. Abwehrverhalten mangelhaft, das goldene Tor für Leipzig. In der Situation auf die Mauer das zu schieben, würde ich außen vor lassen. Schlecht verteidigt, stimme ich dazu, aber definitiv in der Entstehung des Freistoßes. Also da haben wir vorm Strafraum, glaube ich, 4 oder 5 Mal die Möglichkeit zuzupacken. Machen das nicht, machen das am Ende schlecht. Der Freistoß entsteht und daraus dann eben auch das Tor. Im zweiten Spielabschnitt verwalten die Gäste den knappen Vorsprung. Pirna war bemüht, kam jedoch kaum zu Torabschlüssen. Zu umständlich agieren die Gastgeber in der Offensive. Eine Tatsache, die in allen bisherigen Punktspielen zum Vorschein kam. Ich denke, wir spielen das bis zu einem gewissen Punkt, so Mitte der Hälfte des Gegners, wirklich sehr gut. Und dann fehlen uns einfach diese letzten Ideen, dieser letzte Pass, ne, in die Tiefe. Das ist dieser entscheidende Pass, der dann wirklich auch Lücken reißen kann und der fehlt uns definitiv. Aber irgendwann muss ich auch anfangen, Tore zu schießen und kaltschnäuzig zu werden. Und ich glaube, dass das Stichwort Effektivität, das muss jetzt einfach rein. Die Abschlussschwäche ist das Kopitzer Problem. Nur ein mageres Türchen in 3 Partien. Gegen Leipzig wollte auch Schiedsrichter Philipp Schubert nicht mitspielen. In dieser Situation hätte es durchaus Elfmeter geben können. Doch auch das Glück ist eben gerade nicht auf Kopitzer Seite. Und so stehen die Lila-Weißen mit 3 Punkten aus 3 Spielen da und wissen wohl so ziemlich genau, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss. Das Haus baut sich immer erstmal von hinten auf. Ne? Also dort stehen wir jetzt erstmal relativ gut. Ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt, dass wir dort im Defensivbereich ganz gut agieren schon. Aber nach vorne, wie du schon gesagt hast, müssen wir einfach kaltschnäuziger, effektiver und bessere Entscheidungen treffen einfach. Ne? Das ist Fußball, im Endeffekt kannst du es 20 Mal durchsprechen, 25 Mal dir ein Video angucken, am Ende entscheidet immer der Spieler, der gerade am Ball ist. Oder der andere, der Spieler, der nicht am Ball ist und läuft. Aber mir blutet das Herz, muss ich ehrlich sagen, wenn ich sehe, was meine Mannschaft für einen Aufwand hier wieder heute betrieben hat und wir mit leeren Händen da stehen. Nächstes Wochenende tritt der VfL Pirna Kopitz im Landespokal an im Willi-Tröger-Stadion gegen den SSV Markranstädt. Anstoß ist dann wieder zur gewohnten VfL-Zeit, Samstag, 15 Uhr. Bis zum nächsten Heimspiel. Der VfL Pirna Kopitz in der Fußball-Landesliga. Freundlich unterstützt von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden.